Alternative zum Springseilen. Wenn ihr keinen Platz habt, daheim zum Springseilen, könnt ihr gerne Jumping-Checks machen. Einmal den Arm über den Kopf und abwechslungsweise einmal den Arm vor dem Körper. Wichtig ist, Arm immer gestreckt.
Ich habe noch eine Knoppe.
zu. Achtet, das Knie, das vordere Knie mit über 10 aus. Und Fuß vor dem Boden, schupfen. Jetzt gehen wir miteinander durch die erste Form.
Hand durch Techniken in die Luft im Vorwärtsschritt. Wenn du schon Hand aufnehmen, Shang-Chi-Shou, Angriff bei der Vorderhand. Zwei Wechsel. Dann schon Angriff über die Hinterhand. Zwei Wechsel. Beischau. Die klatschen wir aus. Zwei Wechsel. Wenn ich rausstand, Guasho. Nach unten wischen die Hand. Zwei Wechsel. Kunsho. Zwei Wechsel. Bangsho. Zwei Wechsel, Yeshu. Jetzt gehen wir miteinander durch unsere Laufschulungen. Fangen gerade an. Mit der Wendung folgen wir jetzt gerade. Achtet schön auf den Fersenwänden. Blick immer nach vorne. Der Oberkörper bleibt gerade. Wendung 90 Grad, direkt runter. Leg du schön. Zurückholen, Jagma. Mit Kratzerstellung. Gehen wir gerade nochmal mit der Hand. Verfolgungsschritt. Zwei
Jetzt machen wir noch einmal frei laufen mit Kettlebunsch. Gehen wir noch miteinander durch unsere Kicks. Fangen wir an mit dem Kniestoß. Wichtig, spitziges Knie, Fuß spitze nach oben zum Boden. Schön mit Wechselschritt. Zeigst du einmal seitlich. Zum Schenti. Wichtige Kraft im Schenti, vorne beim Fuß. Können wir gerade noch zu unserem Eskrimo bleiben. Wenn ihr keinen Platz habt mit dem grossen Stock, könnt ihr gerne auch ein Hechtstäbli nehmen und die Übungen mit dem Hechtstäbli machen. Schlag oben runter. Handwechsel. Handwechsel, Bein nur wechseln und den Ufer. Handwechsel, gehen wir mal Bein wechseln. Horizontal. Und gehen noch wechseln.